Guten Tag, ich bin heute hier für den Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, Landesverband Berlin-Brandenburg. Ich heiße Richard Delaney, ich bin im Vorstand in unserem Landesverband und heute geht es um die Frage, wie sieht der Alltag eines Übersetzers aus, beziehungsweise wie sieht er heute aus? Hat sich da etwas geändert in den letzten paar hundert Jahren oder nicht? Ich gehe davon aus, dass wir hier hauptsächlich Leute haben, die sich grundsätzlich für das Berufsbild, also eventuell eine Karriere als Übersetzer interessieren. Insofern eine kurze und relativ grundlegende Einführung. Am Ende werde ich versuchen, dass wir noch ein bisschen Zeit für Fragen haben. Fragen können gerne in das Chatfenster eingetragen werden, dann müsste ich sie sehen, wenn alles so läuft, wie die Technologie das verspricht, und werde versuchen, darauf einzugehen. Ein kurzer Überblick mal über Daten und Fakten. Wie viele Dolmetscher und Übersetzer es insgesamt gibt, ist schwer zu sagen, aber wir haben im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer auf Bundesebene, also bundesweit, etwas mehr als 7.500 Einzelmitglieder. Der Beruf ist relativ stark frauenlastig. 79% der Mitglieder sind Frauen. Wir haben über 80 Sprachen, die im Bundesverband vertreten sind. Wenn man sich anguckt, was da an Berufsrichtungen ist, ist die Mehrheit tatsächlich als Übersetzer tätig. Nur ungefähr 10% sind ausschließlich als Dolmetscher tätig, 55% ausschließlich als Übersetzer. Und 35% machen beides, bieten beides an, arbeiten also als Dolmetscher und Übersetzer. Die beiden Berufe sind natürlich etwas unterschiedlich. Darauf werde ich noch mal ein bisschen eingehen, aber überschneiden sich natürlich in vielen Punkten. Die Altersstruktur, vielleicht mal ganz interessant, das mal zu hören. Im Durchschnitt 48 Jahre. Davon Frauen 47 Jahre, Männer sind, ich bin eins zu weit, Männer 52 Jahre im Schnitt, das heißt, ich bin noch einer der Jüngeren, im Schnitt zumindest. Ja, also so die mal ein paar Daten und Fakten. So, wie sieht der Alltag eines Übersetzers aus? In etwa so. Man sitzt in seinem kleinen Kämmerlein ohne Kontakt zur Außenwelt und schreibt mit einem Gänsekiel auf Papier. Nein, das ist jetzt ein Bild von Hieronymus, dem Patron der Übersetzer, der berühmt wurde für seine Bibelübersetzung. Übersetzen ist natürlich ein sehr altes Gewerbe. Bibelübersetzungen waren so die ersten großflächig angelegten Übersetzungen. Aber grundsätzlich hat sich der Zweck, der grundlegende Zweck, da auch nicht verändert. Es geht um das Übertragen eines Textes aus einer Sprache in eine andere. Und zwar schriftlich, das ist der Unterschied zum Dolmetscher. Der Dolmetscher macht das Ganze mündlich, der Übersetzer schriftlich. Die Fragen, die sich da stellen, also es sind verschiedene Fragen, die sich stellen, aber einige Fragen, die sich bei der Übersetzung stellen, ist, wie man das Ganze angeht. Google und vor Google Babelfish und lange davor eine mechanische Maschine haben versucht, Maschinenübersetzungen zu erstellen, wo man im Endeffekt ein Wörterbuch zu Rate gezogen hat. Und dann hat man gesehen, aha, Spinne heißt auf Englisch Spider, ich glaube, ich spinne, I think I spider. Das Problem ist, dass der Kontext verloren gegangen ist. Das heißt, man muss gucken, nicht nur, was ist eine Übersetzung für das Wort, sondern was ist die richtige Übersetzung. Teilweise hat man Probleme, dass ein Konzept in der anderen Sprache oder in dem Kulturraum gar nicht existiert. Dass man also sagt, wie lokalisiere ich das? Wie schaffe ich das so zu übersetzen, dass ein Leser der Übersetzung versteht, was der Autor des Ausgangstextes eigentlich gemeint hat, selbst wenn das Konzept keinen Sinn ergibt. Ich weiß noch, dass mal das Korrekturlesen einer Übersetzung aus dem Japanischen
wo bei der Beschreibung von Bildern erwähnt wurde, die Frau schaut immer nach links. Und das hatte im Japanischen wohl eine ganz bestimmte Bedeutung und deutete auf irgendetwas hin. Aber bei einer wörtlichen Übersetzung ging diese Bedeutung verloren. Das heißt, der Sinn war nicht mehr ganz nachvollziehbar. So, now we have the salad, sagt jemand, genau. Die Probleme der wörtlichen Übersetzung. Also Lokalisierung ist ein Punkt. Teilweise muss man Sachen erklären. Teilweise gibt es Konzepte, die in der anderen Kultur nicht existieren oder in dem anderen System nicht existieren. Ich spezialisiere mich zum Beispiel auf juristische Übersetzungen. Jura ist ein rein theoretisches Konstrukt. Das heißt, gewisse Straftatbestände oder gewisse rechtliche Konzepte existieren in dem anderen Land im Zweifel nicht. Und dann muss man das erklären. Ein kurzes Beispiel aus meiner Praxis, das schöne Wort Schriftform. Nach deutschem Recht ist das gesetzlich geregelt und bedeutet, dass ein Schriftstück tatsächlich in Papierform sein muss, also in physischer Form, und eine originale Unterschrift haben muss. Das heißt, es reicht nicht, das per E-Mail zu schicken oder per Fax oder Scan oder sonst wie. Es muss tatsächlich in physischer Form vorliegen. Das Konzept gibt es im Englischen nicht. Da muss ich dann meistens erklärend tätig werden, dass ich sage, zu Deutsch, in Schriftform oder in schriftlicher Form gemäß § 126 BGB. Dass man also den Leser darauf hinweist, hier gibt es eventuell einen Unterschied in den Systemen. Teilweise geht eine Übersetzung sogar in Richtung Umdichtung. Also gerade bei etwas kreativeren Übersetzungen, wenn es darum geht, ein Marketing-Slogan zu übersetzen oder ein Gedicht oder einen Roman. Da sind teilweise Bezüge, die für den Leser nicht unbedingt Sinn ergeben, wenn er die Ausgangskultur nicht kennt, wo ein Übersetzer dann dran arbeiten kann. Witze übersetzen zum Beispiel ist sehr schwierig, wenn es um Witze geht, die einen systembezogenen Bezug haben. Was gibt es für Voraussetzungen, wenn man Übersetzer werden möchte? Formale Voraussetzungen, um als Übersetzer zu arbeiten, jeder, kann nicht unbedingt, aber es darf theoretisch jeder als Übersetzer arbeiten. Das heißt, teilweise höre ich von Leuten, die übersetzen, studieren, die sagen, ich bin schon fast fertig, ich darf danach als Übersetzer arbeiten. Dürfen tut man es immer, kein geschützter Beruf. Aber ob man es kann, ist eine andere Frage. Und auf die Voraussetzungen, die man eigentlich erfüllen sollte, um erfolgreich als Übersetzer zu arbeiten, gehe ich gleich nochmal ein. Eine kurze Eingrenzung noch. Übersetzer ist zwar kein geschützter Beruf, aber es gibt eine ganze Reihe von Bezeichnungen, die tatsächlich geschützt sind. Das heißt, man darf sich zum Beispiel nur dann staatlich geprüfter Übersetzer nennen oder Diplomübersetzer oder IHK-geprüfter Übersetzer, wenn man das tatsächlich ist. Ebenso gibt es die ermächtigten oder beeidigten Übersetzer. Das sind die Übersetzer, die von einem Gericht dazu befugt worden sind, für das Gericht oder für die Gerichte und Notare Übersetzungen zu erstellen, die dann auch einen schönen Stempel vom Gericht kriegen. Das darf man natürlich auch nur, wenn man von dem jeweiligen Gericht dazu ermächtigt wurde. Also es gibt geschützte Bezeichnungen, aber grundsätzlich der Beruf Übersetzer ist nicht geschützt. Was gibt es an Anforderungen für einen guten Übersetzer? Eine gute Allgemeinbildung. Also das sind jetzt mal so ein paar Anforderungen, die wir auf unserer Webseite vom BDÜ stehen haben.
eigentlich selbsterklärend, aber es schadet nicht, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Eine gute Allgemeinbildung, weil man in Texten einfach mit allem Möglichen konfrontiert werden kann. Man kann immer mal wieder einen Hinweis zu etwas kriegen, einen Bezug auf etwas, wo man den Zusammenhang verstehen muss, um in der Lage zu sein, das übersetzen zu können. Und diese Allgemeinbildung sollte möglichst in mindestens den beiden Kulturen vorhanden sein, zwischen denen man übersetzt. Der sichere Umgang mit Mutter- und Fremdsprache, das sollte eigentlich auch selbstverständlich sein. Aber es gibt immer wieder Überraschungen, wenn man bei einigen Leuten merkt, dass sie die eine Sprache wirklich nur recht mangelhaft beherrschen und meinen, naja, ich verstehe ja das meiste, dann kann ich das auch übersetzen. Also beide Sprachen sollten wirklich sicher beherrscht werden. In Deutschland ist der Standard, dass man dahingehend ausgebildet wird, in beide Richtungen zu übersetzen. Ob man das dann tatsächlich in der Praxis macht, ist eine andere Frage. Ich kenne viele Kollegen, die nur in ihre Muttersprache übersetzen. Die sagen, man versteht die Fremdsprache ausreichend gut. Aber wenn man formulieren möchte, wenn man einen Zieltext erstellen möchte, dann sollte man das in seiner eigenen Muttersprache machen, um sicherzustellen, dass das der bestmögliche Text ist. Und in seiner Muttersprache ist man meistens doch sicherer als in der Fremdsprache. Kenntnisse der kulturellen Zusammenhänge anderer Länder. Auch das, gerade wenn man bei Ländern übersetzt, wo es verschiedene Länder gibt, mehrere Länder, die die gleiche Sprache teilen. Ich übersetze hauptsächlich ins Englische und dort haben wir in England, in Irland, in Schottland, in Amerika, Australien, Neuseeland, Indien und so weiter eine ganze Reihe von Ländern, die alle mit Englisch arbeiten, mehr oder weniger, wo die Sprachen oder die Fachterminologie teilweise doch sehr stark unterschiedlich ist. Eine Frage wurde gerade gestellt, beziehungsweise ein paar Kommentare, genau. Es heißt, es reicht nicht nur, die andere Sprache zu beherrschen, sondern auch drumherum sich zu bilden. Absolut richtig. Und dann die Frage, wie passt ein Sprachstudium ins Bild? Welche formalen Anforderungen werden durch ein Studium gedeckt und welche nicht? Und welche Kompetenzen werden im Sprachstudium nicht vermittelt, die wichtig wären? Ein Sprachstudium ist eine Grundvoraussetzung. Es ist ein Anfang, genau wie ein Übersetzerstudium nicht das Ende der Sache ist, sondern ein Anfang. Das bietet eine Grundlage. Aber bis man mit der Sprache wirklich so vertraut ist, dass man eigentlich alle Nuancen versteht, dass man die Feinheiten versteht, dass man sich auch so ausdrücken kann. Da muss man sich einfach viel stärker mit der Sprache beschäftigen. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, wenn es um Spezialisierung geht. Da geht es nämlich dann um die Frage, dass man oder um die Tatsache, dass man sich eigentlich nicht nur in der Sprache, sondern auch in seinem Fachbereich weiterbilden muss. Gehe ich gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Dann kam noch eine Frage, ob Englisch meine Muttersprache ist oder ob ich bilingual aufgewachsen bin. Englisch ist meine Vatersprache. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ja, ich bin zweisprachig aufgewachsen, bin in Deutschland und in England zur Schule gegangen, habe in Großbritannien und in Irland studiert und in Deutschland und England gearbeitet. Also das. Da habe ich jetzt ungefähr ähnlich lang gelebt in den beiden Sprachkreisen. Fundierte Fachkenntnisse, und das geht darauf zurück, was ich eben gerade sagte. Man braucht eben nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern wenn man sich spezialisiert, wenn man zum Beispiel medizinische Texte übersetzt, dann braucht man auch die Fachkenntnisse. Man muss vielleicht nicht als Arzt arbeiten können oder im Juristischen als Anwalt.
aber man muss verstehen, worum es geht. Oft hört man die hilfreichen Kommentare, wo es dann heißt, ach, Sie müssen das nicht verstehen, Sie sollen das ja nur übersetzen. Das geht nicht. Ich kann nicht aus einer Sprache übersetzen, wenn ich die Sprache nicht verstehe. Und ich kann Fachtexte nicht übersetzen, wenn ich die Fachtexte nicht verstehe. Das heißt, als Übersetzer brauchen wir eigentlich immer diese doppelte Kompetenz oder eigentlich vierfache Kompetenz, dass wir die beiden Sprachen können müssen und in beiden Sprachräumen eigentlich auch die Fachgebiete und die Fachterminologie. Kenntnis und Einsatz aller wesentlichen professionellen Arbeitsmittel. Klar, dass jeder Arbeiter muss mit den Werkzeugen zurechtkommen, die man benutzt. Die Fähigkeit, sich fachlich und terminologisch in neue Sachgebiete einzuarbeiten, ganz wichtig. Man hat nicht studiert und dann weiß man alles. Es entwickelt sich alles weiter. Man muss sich einarbeiten, teilweise auch in neue Sachgebiete. Und da muss man auch Spaß haben dran. Methodisches Wissen zur Bewältigung typischer beim Übersetzen und Dolmetschen auftretender Probleme. Wie gesagt, Probleme, dass die Konzepte unterschiedlich sind, dass es keine direkte Entsprechung gibt, dass man vielleicht andere Befindlichkeiten hat, etc. So, Moment, jetzt X. So, genau. Wie wird man Übersetzer? Ja, es gibt verschiedene Wege zum Beruf. Hier würde ich auch mal einen Blick auf unsere Website empfehlen. bdü.de, der Beruf, Wege zum Beruf, wenn man sich ein bisschen durchnavigiert. Aber grundsätzlich kann man sagen, man braucht fundierte Kenntnisse in mindestens einem Fachgebiet, hohe interkulturelle Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zum professionellen Umgang mit modernen Computertechnologien. Ganz einfach, weil es kaum noch Leute gibt, die ihre Übersetzung gerne handschriftlich auf Papier geschrieben abholen. Es gibt verschiedene Ausbildungswege. Ich habe eingangs gesagt, es ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann als Übersetzer arbeiten. Aber eine Ausbildung hilft. Ich bin anders reingekommen. Ich habe meine Ausbildung erst zum Anwalt gemacht. Dann gemerkt, dass die Übersetzungen, die wir gekriegt hatten, katastrophal waren. Und habe dann angefangen zu übersetzen und habe dann ein paar Jahre später die Prüfung zum IHK geprüften Übersetzer gemacht und noch später dann einen Masters in juristischem Übersetzen unterrichtet. Aber was mir aufgefallen ist, als ich dann an der Uni war und das Ganze unterrichten sollte, ist, wie hilfreich die Theorie doch teilweise sein kann, wenn man eigentlich erstmal lernt, wie man an eine Übersetzung herangehen kann. Also Sachen wie ein Übersetzerstudium würde ich zumindest nicht abraten. Das ist keine zwingende Voraussetzung. Man kann auch mit einem fachspezifischen Studium als Quereinsteiger dann ins Übersetzen einsteigen. Aber ob man jetzt Übersetzen studiert und sich dann das Fachliche aneignet oder das Fachliche studiert und sich das Übersetzen aneignet oder ob man beides studiert, ist dann jedem selbst überlassen. Wer kein Studium machen möchte oder die Zeit nicht hat oder nicht kann, kann eine staatliche Prüfung machen. Das gibt es in den verschiedenen Bundesländern. Dann hat man den schönen Titel staatlich geprüfter Übersetzer. Das ist meistens ausreichend, das ist überall ausreichend, um sich bei Gericht ermächtigen zu lassen, wenn man das anstrebt. Und man hat einen formalen Titel, dass man eben tatsächlich qualifizierter Übersetzer ist. Verschiedene Industrie- und Handelskammern bieten Prüfungen an. Teilweise muss man einen Vorbereitungskurs nachweisen, aber das ist ein anderer zeitlicher Aufwand als ein komplettes Studium. Es gibt auch verschiedene Kurse, die auf die staatliche Prüfung vorbereiten. Das ist etwas, was man durchaus in Betracht ziehen sollte, weil die Prüfungen nicht einfach sind. Es gibt auch andere Prüfungen im Ausland, zum Beispiel in England wird das Diploma in Translation angeboten.
beziehungsweise vom dortigen Berufsverband, den Chartered Institute of Linguists, wird es weltweit angeboten. Auch wieder eine Prüfung, die auf einem Niveau ist wie ein Masterstudium oder dieses Niveau zumindest darstellen soll, wo man sagt, wenn ich ein Stück Papier brauche, um zu belegen, dass ich eine Qualifikation habe, ist es das. Eigentlich eine Prüfung, die für Übersetzer gedacht sind, die schon lange als solche arbeiten, als Quereinsteiger zum Beispiel, die aber keinen Nachweis haben, dass sie als Übersetzer qualifiziert sind. Also verschiedene Optionen oder wie gesagt, man kann als Quereinsteiger anfangen. Übersetzen ist nicht gleich Übersetzen. Es gibt verschiedene Arten der Übersetzung. Es gibt Fachübersetzer, die sich tatsächlich auf spezifische Fachgebiete konzentrieren. Jura, Medizin, Bauwesen und so weiter und so fort. Literaturübersetzer, das ist eigentlich das, was man immer als erstes hört, wenn man sagt, ich bin Übersetzer und dann kommt immer gleich, ach, übersetzen Sie Bücher. Eine ganz andere Art der Herangehensweise meistens, weil es nicht nur um das bloße Übermitteln von Fakten geht, sondern es geht einfach darum, den ganzen Ton, den Stil, das ganze Gefühl des Romans oder der Literatur zu übermitteln. Andere Arten des Übersetzens, Untertitelung. Auch etwas Spannendes, weil man dann auch noch andere Anforderungen hat, dass man zum Beispiel nur eine gewisse Anzahl von Zeichen zur Verfügung hat. Man muss sich also kurz fassen. Es gibt Software-Lokalisierer, Urkundenübersetzer, wo man sagt, ich spezialisiere mich hauptsächlich darauf. Konferenzübersetzer, nicht zu verwechseln mit Konferenzdolmetschern, Konferenzübersetzer, die tatsächlich vor Ort unter Zeitdruck Dokumente schnell übersetzen. So, ich sehe gerade, dass hier mittlerweile 12 Fragen eingegangen sind. Ich gehe gleich darauf ein. Ich werde noch kurz hier das abschließen. Noch kurz als Überblick, womit arbeiten Übersetzer? Was man oft hört ist, Übersetzer, hat das denn überhaupt eine Zukunft? Mittlerweile kann man doch alles einfach durch die Maschine laufen lassen. Und ja, Maschinenübersetzungen werden immer besser. Und Maschinenübersetzungen werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit die Übersetzer überflüssig machen, die so übersetzen wie Maschinen. Die sich also keine großen Gedanken machen, die sich inhaltlich nicht groß beschäftigen mit dem Text, die nicht spezialisiert sind und wo man sagt, naja, so einfache Sätze, die nicht weiter komplex sind, kann eine Maschine übersetzen. Aber den Maschinen fehlt trotzdem noch der Blick für den Zusammenhang, der Blick fürs Verständnis. Und die Qualität ist doch stark variabel. Insofern sehe ich das Risiko noch nicht ganz, dass sie als Übersetzer überflüssig werden. Was wir allerdings viel verwenden, ist sogenannte computergestützte Übersetzung. Das sind Computerprogramme, die die eigenen Übersetzungen speichern. Das heißt, wenn ich einen Satz übersetzt habe und der in einer späteren Übersetzung wiederkommt, sagt mir mein Programm, guck mal, den Satz hast du schon mal übersetzt. Oder du hast mal fast den gleichen Satz übersetzt, da ist nur dieser Begriff anders. Man kann eigene Terminologiedatenbanken erstellen, das heißt, man hat quasi sein eigenes Wörterbuch und dadurch wird einfach eine bessere Konsistenz gewährleistet. Was für Herausforderungen haben wir? Ganz klar, Sprachen sind nicht immer logisch und das ist auch der große Pluspunkt, weshalb ich nicht glaube, dass wir von Maschinen ersetzt werden. Diese mangelnde Logik an Sprachen ist etwas, womit Maschinen noch nicht klarkommen. Oft gibt es keine direkte Entsprechung, es gibt also nicht die richtige Übersetzung, weil eben systemische oder kulturelle Unterschiede bestehen. Sprachen entwickeln sich weiter und Fachgebiete auch. Das heißt, man kann nicht sagen, naja, ich habe das mal studiert und jetzt mache ich das die nächsten 30 Jahre, ohne mich weiterzubilden. Man muss auf dem Laufenden bleiben. Sprachkenntnis allein reicht nicht aus. Spezialisierung oder nicht, das ist auch oft eine Frage. Spezialisierung ermöglicht einem oft höhere Preise zu verlangen.
Man hat tendenziell eher professionelle Kunden. Man kann sich natürlich dann auch ganz und gar auf diese Spezialisierung spezialisieren und sagen, darin bin ich gut. Und man wird weniger unangenehm überrascht. Wenn man sich allgemein aufstellt, deckt man natürlich ein breiteres Feld ab. Das heißt, dann kann ich viel mehr Übersetzungen annehmen, wenn ich sage, ich mache eigentlich alles. Und gerade bei kleineren Sprachen hat man oft das Problem, dass Kollegen sagen, wenn ich mich nur auf juristische Übersetzungen spezialisiere, zum Beispiel, ist einfach nicht genug Bedarf da. Ich muss alles machen, ansonsten kriege ich nicht genug Arbeit. Also eine Frage, ich würde immer eine Spezialisierung empfehlen, wenn man Interesse hat und das machen kann. Vorletzter Punkt, das Arbeitsverhältnis. Die meisten Übersetzer sind tatsächlich freiberuflich tätig, was Vor- und Nachteile hat. Man hat natürlich mehr Flexibilität, man kann annehmen, was man will, aber man hat auch weniger finanzielle Sicherheit. Es gibt Berufe für angestellte Übersetzer, aber nicht so wirklich viele. Letzter Punkt, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für uns, Berufsverbände. Übersetzer sind kein verkammerter Beruf, das heißt, man muss keinem Verband angehören. Es gibt keine Registrierung, die man braucht, um als Übersetzer arbeiten zu können. Aber Mitgliedschaft in einem Berufsverband bietet eine gewisse qualitative Absicherung, dass man die Anforderungen zumindest erfüllt. Berufsverbände machen Lobbyarbeit, ermöglichen einem das Netzwerken, helfen bei Akquise, haben eine Berufsordnung, dass man also sagt, okay, das wäre so das, was man von einem professionellen Übersetzer erwartet. Und es gibt oft Sonderkonditionen, Hilfestellung für Anfänger, Mentoring und ähnliches. So, das ein kurzer und schneller Durchlauf durch das Berufsbild der Übersetzer. Jetzt die Fragen. So, Moment. Hey. So, Fragen. So, wie kann ich sicher werden, dass ich einen Text gut genug übersetzt habe? Erfahrung. Meistens würde ich auch empfehlen, oder eigentlich würde ich grundsätzlich empfehlen, dass man sich mit einem Kollegen zusammentut, Vier-Augen-Prinzip, jemanden anderen nochmal gegenlesen lässt. Gibt es Fachgebiete, die besonders gefragt sind? Ja. Immer mal wieder spezifische, die können sich aber auch ändern. Ich würde empfehlen, dass man sich darauf spezialisieren soll, woran man Interesse hat, weil man dann daran Spaß hat und dann wird man gut. Eine Kollegin von mir hat versucht, juristische Übersetzungen zu machen, weil sie dachte, das ist gefragt und bringt viel Geld. Sie hat es gehasst und es hat keinen Sinn gehabt und sie war auch nicht gut darin. Wie stehen die Chancen, einen Job als Übersetzer zu halten, wenn man lediglich Romanistik studiert? Och, da kommt es mehr auf die Fähigkeit drauf an, sich zu vermarkten. Also das sollte kein Ausschlussgrund sein. Philologie zu studieren und danach ein Masterstudium in Translation wäre eine gute Idee. Kann man machen. Ich würde vielleicht eher ein Masterstudium in Übersetzen mit einer fachlichen Spezialisierung kombinieren. Aber kann man machen. Welche Prüfung wird höher angesehen, IHK oder staatliche? Kommt aufs Bundesland drauf an, aber die staatliche, glaube ich, grundsätzlich mehr. Wie kann man mit den verschiedenen Grammatikregeln umgehen beim Übersetzen? Man muss eben immer anpassen an die jeweilige Zielsprache. Verdient man weniger als Übersetzer, wenn man die Prüfung macht statt das Studium? Nein. Es kommt darauf an, wie man sich vermarktet. Es gibt keine festen Preise. Welches CAD-Tool ist in Deutschland am beliebtesten? Trados oder Memo-Q? Die beiden sind beide relativ groß, ähneln sich auch in vielen. Ich würde beides ausprobieren und gucken, mit welchem man besser zurechtkommt. Man kann beide kostenlos erstmal einen Monat ausprobieren.
Gibt es kostenlose Terminologiedatenbanken? Ja, das Directorate General in Translation von der EU bietet zum Beispiel den Acquis Communautaire an in allen europäischen Sprachkombinationen. Ab wann ist man Experte in einem Fachbereich? Ja, wenn man sich als solcher fühlt und andere akzeptieren, dass man das ist. Können Sie noch auf meinen persönlichen Alltag eingehen? Wie gehe ich vor, wenn ich über einen schwierigen Absatz brüte? Manchmal bespreche ich es mit meiner Geschäftspartnerin. Teilweise schlafe ich drüber. Ja, es variiert. Wie sehen die Arbeitszeiten als Übersetzer aus? Sehr flexibel. Manchmal arbeitet man mehrere Nächte am Stück durch, weil der Anwalt vergessen hat, dass er die Übersetzung braucht und es sehr viel ist. Manchmal hat man eine Weile lang nichts zu tun, weil gerade keine Aufträge da sind. Kann man in die KSK? Kommt drauf an. Bei Literaturübersetzern ja. Frage ist, ob es eine kreative Tätigkeit ist und das ist eine Einzelfallentscheidung. Kann jeder Mitglied beim BDÜ werden? Nein, man muss die Anforderungen erfüllen. Die stehen auf der Webseite. Es gibt, glaube ich, 13 verschiedene Kategorien. Aber mit einem Studium, also Übersetzerstudium oder einem anderen Studium und Arbeitserfahrung kann man Mitglied werden. IHK-Prüfung, staatliche Prüfung und eine Reihe von anderen Qualifikationen. Wenn man im Ausland studiert hat, muss man trotzdem in Deutschland eine Prüfung bestehen. Kommt drauf an, wofür. Normalerweise nicht. Durchschnittsverdienst ist schwer zu sagen. Das variiert stark. Wie bekommt man als Freiberufler an Aufträge? Ja, Akquise. Ich gehe zum Beispiel auf Veranstaltungen, wo Juristen sind. Ich bin Mitglied in der Deutsch-Britischen Juristenvereinigung. Dort trifft man potenzielle Kunden nicht hauptsächlich zum Zweck der Akquise, sondern weil es interessant ist, aber dort trifft man Leute. Man unterhält sich mit potenziellen Kunden. Man wird weiterempfohlen. Man kann sich zum Beispiel als Mitglied beim BDÜ, kann man auf der Liste aufgeführt werden. Als ermächtigter Übersetzer wird man in einer Liste von den Gerichten geführt und so weiter. Fachspezialisierung können Sie ein Beispiel geben. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mache Rechtsübersetzungen oder medizinische Übersetzungen. Werden Übersetzer mit schwierigeren Sprachen wie beispielsweise Französisch besser bezahlt als einer einfacheren Sprache wie Englisch? Also ich halte die Grundprämisse für falsch, dass Französisch schwieriger sei als Englisch. Grundsätzlich es gibt ein paar Sprachen, die besser bezahlt werden. Japanisch zum Beispiel, wo man sagt, die sind einfach sehr anders vom Konzept her. Aber gut, mir wurde gesagt, wir müssen leider aufhören. Ich habe jetzt auch eigentlich bis auf eine Frage alle beantwortet, glaube ich, wenn auch kurz. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Bei weiteren Fragen, ich habe meine E-Mail dahingestellt und bin gerne erreichbar. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss.